Es geht darum, Freunde, was macht ihr, wenn ihr in Urlaub geht mit euren Haaren? Ganz einfach, pflegt die einfach, dann passt die ganze Sache. In diesem Sinne, ciao, Kakao. Nein, Spaß beiseite, Leute, einen wunderschönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid. Dieses heutige Video geht um das Thema Urlaub plus Haare. Also was ihr unbedingt machen solltet, wenn ihr in Urlaub geht, auf was ihr achten könnt, ein paar Tipps, die ich euch als Friseur geben kann und eben auch mal ein bisschen diese Aufklärung, was passiert denn überhaupt in unserem Urlaub, wenn wir in der Sonne sind, Salzwasser, Chlorwasser und auch noch Wind kommt. Das sind alles Faktoren, die viel mit euren Haaren verändern können. Also ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Anschauen. Thema Nummer 1. Was passiert eben mit diesen ganzen Witterungseinflüssen, Umwelteinflüsse und so weiter? Was passiert da mit euren Haaren? Also es ist so, euer Haar verändert sich quasi von innen, beziehungsweise vor allem die Farbe verändert sich auch sehr, 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 wie ihr das alle hundertprozentig wisst, im Urlaub. Durch folgende Faktoren wie Sonne, UV-Strahlen nehmen Pigmente raus. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gerade eure Haare frisch gefärbt habt, nehmt die Sonne diese Pigmente raus. Als nächstes Wasser im Allgemeinen öffnet eure Haare. Also das Haar ist vom pH-Wert bei ca. 5,5, Wasser ist bei 7 bis 8. So, Chlorwasser wieder was anderes, Salzwasser trocknet noch mehr aus. Also das heißt erstmal, was höher ist vom pH-Wert, öffnet das Haar. Vielleicht kennt ihr diese Story, dass Leute vom Urlaub zurückgehen oder zurückkommen vom Urlaub und dann auf einmal hat sich ein Grünstich entwickelt im Haar. Ich kann euch dazu auch mal eine kurze Story erzählen. Und zwar war ich auch mal in einem sogenannten Urlaub. What? Okay, jetzt war ich also in diesem Urlaub, vor dem wir alle Angst haben. Nein, Spaß beiseite, war Killer. Also, ich war im Urlaub am Strand, Meer, Antalya, 10, 12 Tage oder sowas. Auf jeden Fall in der Sonne. Richtig heiß im August. Jetzt ist das Ding, Freunde, meine Haare waren auch blondiert und silber gefärbt. Haben wir noch ganz frisch vorher gefärbt. An sich keine verkehrte Sache, die Haare frisch vorher zu färben. Nur man muss dabei wissen, dass die Farbe den Urlaub nicht überlebt. Im Normalfall. Also kommt drauf an, welche Farbe, aber Silber überlebt definitiv nicht den Urlaub. So, jetzt bin ich also dort. Erstmal nach zwei ganze Tage, hat dieses ganze Sonne, Wind und das Meerwasser, Chlorwasser, was weiß ich, das alles, hat einfach mal die kompletten Silberpigmente rausgekickt. Aber nach einer weiteren Woche, also zum Ende vom Urlaub hin, war auch das Gelb, also das, was noch übrig geblieben ist nach dem Blondieren in meinem Haar, das Gelb hat es auch rausgenommen. Das heißt, alle meine blondierten Haare waren dann nicht mehr gelb, sondern richtig weiß. Das ist mega krass, also überheftige Sache. Alle Pigmente hat es einfach mal rausgezogen. Das ist schon wirklich verrückt, was zum Beispiel die Sonne, Wind und auch das Wasser mit unseren Haaren machen. Dazu zum Beispiel, wenn wir mit hellen Haaren oder beziehungsweise, sag mal, mit normalen europäischen Haaren in Urlaub geht und den ganzen Urlaub über einen Zopf trägt. Sagen wir, du gehst jetzt in Urlaub, trägst einen Zopf eben. Bist da 2-3 Wochen in der Sonne, immer mit Zopf. Und dann machst du diesen Zopf auf, dann hast du hier vorne schon diesen freshen Face Frame Contouring Effekt, der jetzt gerade in Mode ist. Das ist auch so eine krasse Sache und ein Beweis dafür, was Sonne, Wind plus Wasser eben ausmachen. Leute, das ist eine krasse Sache und jetzt kommen wir langsam zum nächsten Thema, denn ich will euch hier nicht die ganze Zeit voll heulen und sagen, wie scheiße Urlaub wäre. Nein, Urlaub ist Killer, da sind wir uns alle einig. Und deshalb will ich euch ein paar Lösungen und Tipps mitgeben, was ihr machen könnt, wenn ihr dann letztendlich im Urlaub seid, damit eure Haare einfach gesünder sind, beziehungsweise den Urlaub besser verkraften und vor allem, dass euer Farbton auch nochmal besser hält, dass ihr nach dem Urlaub auch fresh ausschaut. Also nicht nur schön gebräunt fresh, sondern eben auch eure Haare nach dem Urlaub noch fresh sind. Also gut, Tipp Nummer 1. Wenn du im Urlaub bist und du willst, dass deine Haare danach noch gesund sind, eben nach diesen ganzen Umwelteinflüssen und vor allem, dass deine Farbe auch noch fresh ist. Dann ist Tipp Nummer 1, egal wann, wie, wo du rausgehst, in die Sonne, ins Salzwasser, hab immer ein freshes Haaröl dabei. Ein gutes Haaröl, kein Kokosöl, Haaröl. Ein gutes Haaröl immer mit rein in die Haare. Das macht schon mal viel aus, weil es einfach nochmal Feuchtigkeit gibt und die Haare werden nicht so trocken und dementsprechend können die auch nicht so ausgesaugt werden. So, Tipp Nummer 2, was ich auch vielen meiner Kundinnen gebe. Nimm dir einen Conditioner oder eine Haarmaske mit. Nur wichtig an dem Punkt, nichts mit Keratinen, sondern Feuchtigkeitsspende.
Nimm das und bevor du am Strand gehst, dann mach deine Haare nochmal nass und arbeite die Haarmaske ein, kämm das ein, mach die Haare zusammen oder lass die offen, je nachdem, und geh so am Strand in die Sonne rein. Weil die Haarmaske legt sich einfach ums Haar herum, es hat gleichzeitig viele, viele Pflegestoffe und das schützt einfach die Haare davor, dass die austrocknen und vor allem die Pigmente auch davor. Also es ist nochmal wie so ein kleiner Schutzfilm, kann man sich vorstellen. Und gleichzeitig baut es einfach die Haarstruktur immer wieder noch stärker auf. Aber ich wiederhole es nochmal, keine Keratinmaske oder sonstiges, denn Keratine härten die Haare, also machen die Haare härter, sondern eher etwas Feuchtigkeitsspendendes mit viel Ölanteil und so weiter, damit das einfach wirklich Feuchtigkeitsspende gibt und nicht eben die Haare zu hart macht und die im Nachhinein vielleicht sogar abbrechen könnten. Ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 3, wenn du zum Beispiel silberne Haare hast, Rosé, Pastellrosa oder ansonsten braun, Karamell, was auch immer. Je nachdem, welchen Farbton du trägst, versuch am besten vielleicht vom Friseur oder von der Friseurin, dir nochmal so ein Farbconditioner oder ein Farbshampoo mischen zu lassen. Das heißt, ein Pflegeprodukt für dich zu Hause, zum Beispiel ein Conditioner eben, mit Farbpigmenten drin. Das Coole daran ist nämlich, du pflegst letztendlich jeden Abend oder jedes Mal, wenn du deine Haare dann wäschst im Urlaub und auch vor allem danach, pflegst du immer wieder deine Haare und gleichzeitig lagerst du Farbpigmente an. Beispielsweise deine Haare sind jetzt heute frisch Karamell gefärbt. Du hast so freshen Karamell-Balayage-Look. Mega cool. Wenn du in Urlaub gehst, wirst du höchstwahrscheinlich in der Sonne und so weiter sehr schnell blond werden. Also wäre es super, wenn du einen Conditioner hast, der eben für dich individuell ist, mit Farbpigmenten, damit du diesen Karamellton immer wieder auffrischst. Das ist eine mega coole Sache und wird auf jeden Fall helfen, damit die Farbe einerseits eben richtig gut ausschaut und vor allem auch noch dazu deine Haarstruktur immer wieder gepflegt ist. So, okay, und der vierte Tipp und auch der letzte Tipp in diesem Video, Leute. Gönnt euch alle einen freshen Hut. Gibt's online unter meinem Shop, okay? Nein, Spaß beiseite, ich verkaufe noch keine Hüte. Soweit ist es noch nicht gekommen, aber auf jeden Fall ein Hut. Meine Mutter ist auch meine Chefin, viele von euch wissen das vielleicht. Sie zum Beispiel hat auch sehr helle blondierte Haare, auch immer wieder in Silber, Rosé, also quasi Farbtöne, die nicht so gut halten, die sehr schnell durch Sonnenlicht, UV-Strahlen eben rausgenommen werden. Und sie hat immer einen Hut im Urlaub dabei. Mega coole und wichtige Sache, wenn ihr einen Hut trägt, macht eure Haare zusammen drunter, versteckt die unterm Hut, denn dann kommt einfach schon mal die Sonne und der Wind nicht so sehr drauf. Und wenn die Haare dann mal ein bisschen nass werden, dann ist das Ganze auch nicht allzu schlimm, denn ihr habt ja dann schon mal dafür nicht Sonne plus Wind, was die ganzen Farbpigmente rausnimmt aus eurem Haar. Okay, bevor ich das Ganze gleich abschließe, geht es nochmal um den ganz, ganz wichtigen Punkt bei meinen Tipps hier mit Haaröl, Haarpflege, was auch immer. Und zwar, eine Sache ist ganz, ganz wichtig dabei. Der allerwichtigste Faktor bei all diesen Sachen, bis auf Hut, fragt euren Friseur oder eure Friseurin nach Meinung, okay? Jedes Haar ist individuell und jedes Haar braucht unterschiedliche Pflegestoffe. Das heißt wiederum, da kommen wir auf das Thema zurück, wenn ihr dann euer Öl habt, eure Maske oder sonstiges, dann natürlich nur gute, hochwertige Pflege. Dazu habe ich auch schon ein paar Videos und vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon gesehen. Wenn nicht, gönnt euch das nochmal. Mega wichtig, auf was ihr alles bei Haarpflege achten solltet, Silikone und so weiter, weil letztendlich, ihr braucht auch, wenn ihr schon eurem Haar quasi Schaden zufügt, im Sinne von Urlaub, im Sinne von Sonne, Wind und so weiter und davor vielleicht sogar noch gefärbt habt oder blondiert, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass eben auch richtig gute Pflegestoffe zurückgibt. Also vergisst nicht, immer gute Haarpflege gönnen, hochwertige Haarpflege, nicht einfach ein Kokosöl, denn das wird nicht denselben Effekt bringen und euch nicht denselben Erfolg bringen für euer Haar. In diesem Sinne würde ich sagen, meine Lieben, tausend Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte vielen von euch weiterhelfen mit diesem Video und ich hoffe, dass ihr alle im Urlaub mega frische Haare haben werdet, auch nach dem Urlaub, dass ihr eben nicht nur braun gebrannt seid, sondern auch noch dazu eine frische Haarfarbe habt, die nicht allzu sehr verwaschen ist. Das Ganze klappt immer ganz gut, wenn ich diese Tipps meinen Kundinnen gebe. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Abonniert mich, dann verpasst ihr es auch nicht. In diesem Sinne, haut rein, meine Lieben. Ciao.